Noch vor etwa 2 Monaten im Gefolge der Bankenkrise waren die Märkte überzeugt, dass am heutigen 26. Juli die Fed erstmals die Zinsen senken würde. Das war natürlich der Bankenkrise geschuldet. Man dachte, wow, das wird ganz schön übel. Also muss die Fed dann praktisch gegensteuern, muss die Zinsen wieder senken. Jetzt scheint die Bankenkrise nicht so schlimm zu sein. Ob das wirklich so ist, das muss sich noch rausstellen. Wir haben jetzt gesehen, PacWest ist von einer kleineren Bank übernommen worden, also diese Regionalbank PacWest, die lange auch im Fokus war. Sei es drum, jedenfalls hat man geglaubt, das ist jetzt praktisch komplett vorbei mit den Zinsanhebungen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed heute die Zinsen anhebt, liegt nahe 100%. Das hat man signalisiert, das wird sie heute dann auch tun. Und das große Problem ist, dass die Wall Street immer wieder wollte, dass die Fed jetzt aufhört mit den Zinsen Anhebungen und es ist nie passiert. Das hat aber die Aktienmärkte nicht davon abgehalten, weiter zu steigen, weil diese Hoffnung irgendwie immer da bleibt, immer irgendwie virulent da ist. Aber diesmal ist wirklich Schluss. Siehst du, die Inflation ist nach unten gekommen und das ist sie auch, aber sie dürfte bald wieder, zumindest zum Vorjahresmonat, deutlicher steigen wegen Energiepreisen und anderer Faktoren. Jedenfalls sehen wir, dass durch diese steigenden Aktienmärkte sich die Finanzkonditionen lockern und da die Amerikaner ja zu über 70% von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, ist natürlich ihr Portfolio, ihr Aktienportfolio ganz, ganz wichtig, auch für ihre Mentalität, für ihre Konsumstimmung. Wenn da die Werte nach oben geschossen sind, dann gibt man auch ein bisschen mehr Geld aus, erzeugt damit wieder Nachfrage. Mithin ist also die Lockerung der Finanzkonditionen, die durch die Fed zugelassen wird, die Voraussetzung für zukünftige Inflation. Und die Fed ist dann wie in einem Hamsterrad gefangen und muss wieder dagegen steuern, muss dagegen steuern. Mit Zinsanhebungen, die Aktienmärkte fordern dann immer wieder, so jetzt ist aber Schluss. Aber die Wirtschaft, die bleibt einfach relativ robust und dementsprechend kann die Fed jetzt noch nicht wirklich aufhören. Mal sehen, was sie heute Abend zur weiteren Entwicklung sagen wird. Sehr wahrscheinlich, naja, wir gucken mal, wie die reinkommenden Daten ausfallen werden. Schauen wir uns mal hier diesen durchaus sarkastischen Tweet von Sven Henrik an. Also diesmal bekämpfen wir die hohe Inflation, indem wir die Finanzkonditionen lockern, dadurch eine neue Asset-Bubble, eine neue Aktienblase zulassen und damit praktisch den Wohlstandseffekt der Bevölkerung nochmal verbreitern. Wenn das die Wirtschaft nicht verlangsamt, dann wissen wir auch nicht was. Das ist natürlich Sarkasmus. Genau das Gegenteil passiert. Damit versucht man letztendlich irgendwie die Dinge möglichst ohne Rezession hinzubekommen, ohne Schmerzen hinzubekommen. Und diese These, dass all das ohne Schmerzen gehen würde, nämlich stark gestiegene Zinsen und trotzdem ein wundersames Softlanding der Wirtschaft, diese These greift immer mehr um sich. Und hier sehen wir mal den engen Zusammenhang zwischen dem S&P 500, blau und schwarz, hier die Financial Conditions. Gehen die Financial Conditions, lockern die sich, dann steigt der S&P 500 nach oben. Und wie stark die Complacency, die Vertrauensseligkeit derzeit ist, sieht man daran, dass die Bank of America etwa sagt, ja, es war selten in der Geschichte, in der Finanzgeschichte so günstig, sich gegen Kursverluste abzusichern wie derzeit, weil eben die Volatilität relativ gering ist. Also keiner ist abgesichert. Ich hatte das mehrfach schon gezeigt. Und was all das bedeutet, das sehen wir hier. Alleine zwischen Dezember 2019 und Dezember 2021, also bevor die Zinsen angehoben wurden, haben die amerikanischen Haushalte einen Wohlstandszugewinn von 33,7 Billion Dollar erlebt. Das ist mehr als das BIP der USA in einem Jahr. Das liegt so bei 22 Billionen. Also wir sehen, da ist unglaublich viel Geld natürlich geflossen, Geld aus dem Nichts. Die Fed hat Geld gedruckt, hat die Bilanzsumme ausgeweitet. Jetzt versucht man dem ein bisschen gegenzusteuern, aber es hilft noch nicht viel, weil eben die Finanzkonditionen sich immer wieder lockern. Wenn zum Beispiel Jerome Powell, wie auf der letzten Sitzung der Fed bei der Pressekonferenz sagt, nö, also mit den Aktienmärkten, die haben wir nicht besonders im Blick, wir haben sehr viele Faktoren. Da war die Frage einer Journalistin oder eines Journalisten, wie ist es denn, sind steigende Aktienmärkte nicht etwas, was euch stört, was euch entgegenarbeitet? Nö, das hat er so ein bisschen fahrig beiseite geschoben. Dabei sehen wir, dass dieser Wohlstandseffekt durch steigende Aktienpreise sich jetzt wieder deutlich in der Konsumentenstimmung widerspiegelt. Die geht deutlich nach oben, eben weil die Amerikaner viel in Aktien haben und dann sich einfach mehr leisten können, werden optimistischer. Wir sehen jetzt den höchsten Stand etwa beim Conference Board seit, glaube ich, Juli 2020.
2021, was die Stimmung betrifft. Also das hat direkt Folgen und das ist so ganz anders als das, was vor einem Jahr etwa passiert ist im August 2022. Da waren im Vorfeld, im Sommer 2022, die Aktienmärkte auch deutlich gestiegen. Die Financial Conditions sind dann immer lockerer geworden und dann ist Paul hergegangen auf der Jackson Hole Konferenz und hat geradezu eine Wutrede gehalten, die er offenkundig kurzfristig aufgrund der Aktienmärkte, die so stark eine Hosse hier gezeigt hatten oder eine Bärenmarktrallye genauer gesagt, da ist er hingegangen und hat gesagt, also das Ganze mit der Bekämpfung der Inflation, das wird nicht ohne Schmerzen abgehen, das wird für Haushalte Schmerzen bedeuten, für Firmen Schmerzen bedeuten und es hat dann auch für die Aktienmärkte Schmerzen bedeutet. Wir haben dann gesehen, dass bis Oktober die Aktienmärkte nochmal ziemlich deutlich gefallen sind, der S&P 500 dann im Bereich etwa 3500 Punkte ein neues Verlaufstief gemacht hat, aber davon sind wir jetzt inzwischen wieder weit entfernt und so kommt jetzt ein neues Modewort an der Wall Street auf, das sogenannte Nirvana-Szenario. Das sagt also, diese invertierten Zinskurven, die ja eigentlich immer ein extrem zuverlässiger Indikator für eine Rezession sind, diesmal ist alles anders, diesmal heißt das etwas anderes, das signalisiert nämlich etwa nach Ed Yardeni, der durchaus ja schon erfahren ist, seit den 70er Jahren hier die Dinge beobachtet, der sagt also, das ist doch ein Zeichen für die nachlassende Inflation und nicht für die Rezession, das nennt er dann Nirvana-Szenario. Alle Vorteile sind hier gegeben, ein Ende der unangenehmen Preiserhöhungen für die Verbraucher ohne große Schmerzen, ohne also einen Anstieg der Arbeitslosigkeit oder einen Einbruch am Aktienmarkt. Aber das wäre historisch wirklich einmalig, denn bisher jeder Zinsanhebungszyklus und dieser Zinsanhebungszyklus der Fed, der war ja sehr schnell und durchaus sehr heftig, immer wieder mit 0,5% erschritten. Die endeten in einer Rezession und vor allem jetzt, wo wir eine so massive Verschuldung haben, die natürlich dadurch teurer wird, wäre es schon geradezu ein echtes ökonomisches Wunder, wenn es diesmal anders kommt. Ich halte das, was Yardeni hier sagte, für Voodoo-Ökonomie. Vielmehr dürfte es so sein, dass wir jetzt den Tiefpunkt zum Vorjahresmonat bei der Inflation bereits gesehen haben und schon bereits die nächsten Inflationsdaten, die dann im August kommen, für die Inflation im Juli zum Vorjahresmonat wieder eine Steigerung zeigen werden. Warum? Weil eben Juni 22 war der Hochpunkt, dann ging es bergab mit der Headline-Inflation. Dementsprechend liegt die Latte jetzt eben tiefer, zumal wir sehen, dass Metalle im Preis steigen, dass Agrarrohstoffe im Preis steigen, dass Energie im Preis wieder steigt. Hier sehen wir etwa mal den Gasoline-Future, also Benzin-Future, der ist jetzt auf dem höchsten wöchentlichen Schlusskurs, wenn es in etwa so rausgeht, wo wir derzeit stehen, seit August letzten Jahres, also seit einem Jahr. Und das wird sich dann verstärkt eben auch an den Tankstellen wieder niederschlagen. Also der Faktor, der vor allem für den Rückgang der Inflation gesorgt hat, nämlich fallende Energiepreise, der wird sich jetzt wieder umkehren und so wird die Fed dann wieder sagen, hups, das haben wir uns aber ein bisschen anders vorgestellt. Und kein Zufall, dass die 5-Year-5-Year-Swaps, das ist ein Maß für Inflationserwartung der Märkte, dass die jetzt auf dem höchsten Stand seit April sind, April 2022. Wir sehen, das geht wieder deutlich nach oben hier mit der Inflationserwartung jetzt im Vorfeld der FED-Sitzung. Also das wird eine interessante Geschichte, wie jetzt die FED heute kommuniziert. Eher wohl sich alle Türen offen lassend, wie immer eigentlich. Aber Fakt ist, wie Nick Timiraos, das Mouthpiece der FED, hier nochmal klar gemacht hat. Also dazu ist die Wirtschaft zu stark, der Arbeitsmarkt zu eng. Ja, die Inflation ist nach unten gekommen, aber die Kerninflation bleibt eben sehr, sehr hoch. Und die Wirtschaft will sich nicht so richtig abschwächen. Wir haben in manchen Bereichen klare Schwächesignale, Frühindikatoren, wie sie alle heißen. In anderen sehen wir weiter Robustheit, aber diese Dinge, die jetzt noch robust sind, sind eher nachlaufende Indikatoren, ebenso wie der Arbeitsmarkt. However, es gibt jetzt eine praktisch hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, hatte ich vorhin schon gezeigt, für eine Zinsanhebung heute. Wir berichten dann ab 20 Uhr und 20:30 von der Pressekonferenz von Paul. Aber es gibt eine immerhin höhere als ein Drittel Chance, dass bis November die Zinsen dann nochmal steigen. So liegt die Wahrscheinlichkeit
dass die bis November die Zinsen nochmal steigen bei 32,7%, also alles andere als sicher, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Noch vor 2 Monaten hätte man das komplett ausgeschlossen. Und das große Problem ist natürlich, du hast auf der einen Seite die Inflation, ja, die ist zurückgegangen, aber die Kerninflation bleibt hoch, aber auch die Headline-Inflation dürfte jetzt wieder anziehen bis zum Ende des Jahres. Auf der anderen Seite können sich die Amerikaner letztendlich nicht dauerhaft so hohe Zinsen leisten angesichts dieser Verschuldung. Hier sehen wir mal die Federal Interest Expenses, also praktisch das, was die Amerikaner, der Staat USA, zahlen muss an Zinsen. Und wir sehen, wie schnell diese Schulden in der unteren Grafik, wie schnell diese Schulden gewachsen sind. Das ist ja praktisch ein Chart, der an Viagra-Momente erinnert. Also das ist dieses große Rattenrennen. Auf der einen Seite kannst du dir es nicht leisten, die Zinsen weiter anzuheben, dauerhaft hochzulassen, auch wenn die Fed das sagt, weil sonst die Schuldenbombe explodiert. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wie in den 70er, 80er Jahren die Zinsen bald wieder senkst, und dann wirst du das Inflationsproblem wieder haben. Dann kippen immer mehr Amerikaner aus dem Konsum. Das ist wirklich eine extrem schwierige Lage für die Fed. However, kommen wir mal zur heutigen Fed-Sitzung. Da sehen wir, dass die Erwartung, die in den Optionen eingepreist ist, für die Bewegung heute im S&P 500 so gering ist wie seit 2021 nicht mehr, also seit einem Jahr. Man erwartet eine implizite Bewegung beim S&P 500 von 0,76%. Wir sehen, bei den letzten Sitzungen ist das immer weiter runtergegangen. Klar, weil die Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht, natürlich auch geringer wird. Wenn du bei 2% bist, 2% Zinsen bist und die Fed dann in 0,5er Schritten anhebt, dann ist die Unsicherheit natürlich bei damals noch sehr viel höherer Inflation natürlich die große Frage, wie du da vorgehst. Also hier sehen wir mal, dass die Märkte nicht mehr so wahnsinnig viel Volatilität einpreisen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ein Muster bisher bei Fed-Tagen, dass zwischen März 2022 und Februar 2023 die Märkte im Vorfeld der Fed-Sitzung in der Regel gefallen sind, durchschnittlich 0,4%, um dann mit der Fed-Sitzung und vor allem oder beziehungsweise bei der Fed-Sitzung mit der Fed-Entscheidung, nachdem die Zinsen oft 0,5% gestiegen sind, die Märkte gefallen sind, aber dann mit Powell die Märkte wieder gestiegen sind, durchschnittlich um 0,7%, also nicht unerheblich. Also Powell hat dann immer die Märkte so ein bisschen gestreichelt, nachdem er die Peitsche ausgepackt hatte mit seinen Kollegen durch 0,5er Zinsanhebungen. Jetzt sehen wir, dass seit März sowohl bei der Fed-Sitzung als auch bei der Pressekonferenz von Jerome Powell dann leichte Verluste durchschnittlich anfallen. JP Morgan, ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, die sagen, Hike and Pause, 65% Wahrscheinlichkeit. Die Fed dürfte heute nicht signalisieren, dass sie jetzt dann pausieren wird, sondern sich alle Optionen offen lassen. Jedenfalls würde dann der S&P nach oben gehen, 0,25 bis 0,75%. Und wenn man andeutet, die Zinsen weiter anzuheben nach dieser Anhebung heute, dann dürfte es Verluste von 0,5 bis 1% Zinsen geben. Jetzt schauen wir mal auf Jerome Powell, der ja lange Zeit als ziemlich dovish galt, schwer zu verorten, eher so in der Mitte vielleicht innerhalb der Fed, wie der aktuelle Notenbankchef eingeordnet wird. Jedenfalls hat er, was die Aktienmärkte betrifft, an Fed-Tagen die schlechteste, oder sind die Aktienmärkte so stark negativ wie eigentlich bei keinem anderen Notenbankchef. Wenn jetzt heute die Zinsen angehoben werden, dann ist das seine 45. Fed-Sitzung. Bei einem Drittel dieser Sitzungen hat er die Zinsen angehoben, er und seine Kollegen. Kommen wir zum heutigen Geschehen. Wir sehen S&P 500 mehr oder weniger unverändert, Dow Jones wieder leicht im Plus, Nasdaq im Minus. Wir sehen den Russell im Plus, also die Nebenwerte. Wir sehen Microsoft natürlich der große Belastungsfaktor, nachdem die Prognosen für das nächste Quartal oder für die weiteren Entwicklung nicht gerade so überzeugt haben. Wir sehen dann eine Google natürlich sehr, sehr stark, deren Zahlen rundheraus überzeugt hatten. Aber was ist da schiefgelaufen bei Microsoft? Ja, man hat schlichtweg zu wenig KI gesagt. Man hatte bei dem Conference Call, also bei der Analystenkonferenz, 48 Mal das Wort künstliche Intelligenz genannt, Artificial Intelligence. Diesmal waren es 62 Mal, also 14 Mal mehr. Aber es hat nicht ausgereicht. Man muss mindestens 100 Mal das Wort sagen, damit die Aktien steigen. Das sollte eine wichtige Lehre sein, vielleicht auch heute für Meta, die ja um 22 oder
oder heute nach Börsenschluss berichten. Da ist eine Erwartung von mindestens 10% eingepreist, sowohl nach oben als auch nach unten durch Optionen. Das wird also noch richtig spannend. Und generell jetzt, der Dow Jones ist der neue Nasdaq, könnte man sagen. Vorher war ja immer der Nasdaq der stärkste Index, jetzt ist es der Dow Jones. Wir waren gestern den 12. Tag in Folge gestiegen. Wenn wir heute positiv rausgehen, dann wären das 13 Tage in Folge, so viel wie nur einmal 1987. Das war ja dann in der Summe auch ein großartiges Jahr für die Aktienmärkte. Und hier sehen wir mal Russell 1000 Value plus 0,18%, Growth aus diesem Sektor minus 0,71%. Also Value ist wieder angesagt, weil man eben an diese Soft Landing Theorie auch wirklich glaubt. Dabei schrumpfen die Geldmengen im mindestens zum Vorjahresmonat. Das gilt auch hier für die Eurozone. Hier sehen wir mal, um 8% ist die Geldmenge M1 gefallen zum Vorjahresmonat. Das erste Mal in der Geschichte der Eurozone, dass eben die Geldmenge zurückgeht, nachdem sie natürlich vorher maßgeblich gestiegen ist. Und das hat Konsequenzen. Das wird noch flankiert dann durch den Abbau der Bilanzsumme durch die EZB. Weitere 18,6 Milliarden Euro sind hier weniger. Jetzt durch die EZB, wir sehen, da ist doch durchaus schon was abgebaut werden und wir sehen da, dass die Kreditnachfrage so stark abgenommen hat wie noch nie seit Bestehen der Eurozone, nämlich um 42% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und hier zum Beispiel ein Recession Probability Model, selbst der EZB sagt eine 100%ige Wahrscheinlichkeit für eine Rezession voraus, also dennoch wird die EZB wahrscheinlich morgen die Zinsen anheben, aber da ist jetzt richtig schon ein Problem und das spüren die Sparkassen, die schlagen jetzt Alarm und sagen, die Kreditzusagen brechen auch um 40% ein. Schauen Sie sich das mal an, was da sozusagen unter der Oberfläche passiert. Erste Artikelempfehlung und die zweite und letzte Artikelempfehlung. Paul hat aufgehört, der Wall Street am Fed-Tag Geschenke zu machen. Die Fed, Paul und die Wall Street, eine seltsame Geschichte. Also diese beiden Artikelempfehlungen, 20 Uhr dann reingucken, Fed Entscheidung, die Headlines, die wichtigsten Aussagen. 20:30 werde ich dann die wichtigsten Aussagen mit einem Live-Feed zu den Aussagen von Jerome Powell bringen bei Finanzmarktwelt und dann bringen wir, ich glaube ab 22 Uhr, dann noch die Meta-Zahlen. Auch das wird dann vor allem für den morgigen Handel wichtig. Also diese beiden Empfehlungen und reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.